Frühstück ist vertilgt, den Rest vom Kaffee noch trinken. Regnet immer wieder, zwar nicht durchgehend, aber immer wieder fängt es an, dann hört es wieder auf. So richtig klar, was wir heute machen, ist noch nicht. Es gibt so zwei, drei Ausflüge, wie ich ja schon gesagt habe, die wir vorhatten zu machen. Sind alle irgendwie damit verbunden, dass man auch draußen ist. Dementsprechend weiß ich noch nicht so richtig. Das haben wir schon kurz vor 12, 11, um genau zu sein. Jetzt schauen wir einfach mal, jetzt räumen wir hier ein bisschen auf, wollen uns da mal frisch machen und dann gucken wir, was der Tag so bringt. Ich denke mal, das Wetter wird nicht besser werden, es wird so bleiben. Ja. Nicht schlimm, aber jetzt müssen wir uns halt überlegen, was wir anstellen. Das ist halt so der letzte Rest, der übrig bleibt. Fünf hast du noch nicht, oder? Naja. Hast du den Dreifach jetzt geschrieben vorhin? Der wäre jetzt viel besser gewesen, aber gut. Wir sind jetzt dem Regen geflüchtet. Wir haben keine Lust gehabt, im Zelt zu sitzen. Wir sind jetzt im Auto. Wir fahren nach Unteruldingen. Wir wollen zu den Pfahlbauten. Emily findet es eher langweilig. Aber da muss ich jetzt durch. Da waren wir vor 3 Jahren, wollte ich da schon hin, aber das haben wir irgendwie nicht geschafft. Diesmal will ich auf alle Fälle mal hin. Sind halt 30, 35 Kilometer zu fahren noch. Braucht man fast eine Stunde, weil es halt hier über Landstraße geht. Option wäre noch gewesen, mit dem Schiff zu fahren, aber irgendwie wäre das dann auch alles zeitlich ein bisschen blöd gewesen, weil wir doch einfach ziemlich spät dran sind schon. Mal sehen, ob ich dort filmen kann. Es ist quasi so ein Outdoor, wie sagt man da, so ein, wie nennt sich das denn? So ein Museum, so ein Freilichtmuseum, genau so heißt es. Freilichtmuseum mit eben Sachen aus der Steinzeit und Bronzezeit, finde ich eigentlich ganz spannend. Und ja, da fahren wir jetzt hin und wie gesagt, ich guck mal, ob ich da filmen kann, dann weiß nicht, ob es da erlaubt ist. Und dann sehen wir uns dort wieder. Also ich finde es nicht spannend. Ja, wir sind jetzt da. Nachdem wir jetzt 10 Minuten Parkplatz gesucht haben, stehen wir jetzt vor dem Eingang. Dann gehen wir jetzt mal rein, oder? Hier außen darf ich filmen und das sind alles hier Replikas, aber in den Häusern selber darf ich dann nicht filmen. Gut, auch gut. Ja, hier ein Kajak. Da wirst du eine Weile für schnitzen, Felix, mit deinen Taschenmesserle, ne? Ein Baum. Also nächstes Projekt für dich, Felix, ein Baum. Ja, ich kann mir schon vorstellen, warum die hier ihre Pfahlbauten hergebaut haben. Ist ja natürlich auch eine echt geile Aussicht, ne? Und direkt am Wasser. Das ist natürlich super mit dem Fischen und mit dem Boot. Kann man natürlich gut weg hier. Ne? Kannst du dir vorstellen, hier so zu leben und sowas? Ja. Schon, ne? Und ich meine, früher gab es halt gar keine andere Option, ne? Da konntest du nur in sowas wohnen. Ja, das Leben war, glaube ich, aber alles andere als gemütlich. Es war anstrengend. Da konnte man sich nichts kaufen, da musste man alles selber bauen, selber basteln. Ja, die Kinder, die mussten bestimmt auch mitarbeiten.
alles. Die mussten die Nägel schnitzen, die mussten alles. Weißt du, wie lange das gedauert hat, bis die das aufgebaut haben? Aber wie haben die das dann nachgebaut jetzt? Jo, also es gibt teilweise solche Dörfer, die die jetzt wieder aufbauen. Die bauen die auch tatsächlich nur mit solchen Werkzeugen nach, die die damals hatten. Oder wo man denkt, dass man die damals hatten. Ich weiß nicht, ob das hier auch so war. Oh, da ist ein Boot abgesoffen. Ein Baum. Ach, da guck mal, da sind Münzen drin. Also Spenden. Ja, Spenden oder irgendwie abergläubischen Glückswünsche. Ich hab die angefangen mit diesen Nägeln. Ich weiß mal, das ist ein echter Nägel, wie das macht. Weil man... Nee, das ist ein Holznagel. Ja, stimmt, ja. Das geht einmal komplett durch. Echt? Ja, weil halt Nägel und Metall war natürlich sehr aufwendig herzustellen und sehr kostbar, ne? Mhm. Hast du ja gesehen, wie diese paar Nägel, was man da machen muss, erst mit Wachs das formen, dann mit Lehm ummanteln, dann wieder schmelzen, dann das reingießen. Das ist voll aufwendig gewesen. Schon ziemlich beeindruckend alles hier. Riesengroß, ist natürlich sehr voll und dementsprechend kann man nicht alles angucken. Und wie gesagt, in den Häusern filmen darf ich sowieso nicht. Aber auch hier wieder. Dicker, fetter Einbaum. Mädchen, ich glaube, das würde auch. DF, hast du ein kleines Déjà-vu, oder? Holzklangspiel, das kennen wir doch irgendwo her. So, wir sind durchs Museum. Einmal die hat sich noch eine Pfeilspitze gekauft. Mit einem Feuerstahl dran. Stein, Feuerstahl, sag ich schon. Jo, ist sehr interessant. Ist natürlich, wie gesagt, so touristische Museen sind halt immer voll besucht. Und man könnte es natürlich mehr genießen, würde man alleine hier durchlaufen. Aber das wird man wohl nie erleben. Jetzt sind wir hier noch ein bisschen am Ufer, wenn wir noch ein bisschen auf den See glotzen, ein paar Steine reinwerfen. Und dann, ja, keine Ahnung, werden wir schon wieder zurückfahren, denke ich, ne? War ein kurzer Ausflug, aber oh, guck mal, das geht. Wir müssen ja auch wieder zurück. Ich bin ins Wasser rein.